biegt jetzt in die Boxengasse ein. Sabine Schmitz übernimmt das Tempo. Die Ampel ist auf Rot geschaltet und es geht Foto. Jetzt gleich los. Ampel ist aus, Rennen ist frei. Sabine Schmitz eilt nach vorne. Dahinter ist es Manuel Laug, aber Thomas Jäger, der, glaube ich, hat einen Top-Start erwischt und könnte eventuell auf der Innenbahn sich einschnappen. Nein, Laug auf der Außenbahn versucht, an Schmitz zum Eis zu gehen und schafft das. Geht vor Sabine Schmitz in die erste Ecke hinein. Und wieder los geht's. Da hinten ist eine richtige Internetspanne. Die versucht da, den Platz hinter Sabine Schmitz einzunehmen. 13 ist nicht Thomas Sieger. Und dann kommt außen Chris Mamoro. Außen Chris Mamoro versucht dann Thomas Sieger vorbeizugehen. Und dritte Position zu übernehmen. Aber so ist das nicht sein. Der ist vorbei. Der müsste vorbeigegangen sein. Ausgeschnitten in der Mercedes-Arena. Und damit führt Laug vor Schmitz. Und dahinter ist es Mamoro. Und dann kommt Thomas Sieger. Ah, der ist dahinter. Genau. Thomas Sieger. Frank Wieler für Räder Motorsport im CCRS. Rennen ist freigegeben. Und dahinter haben wir den Set 4 von Dürr Motorsport mit Rudi Adams, Stefan Aus, Uwe Ebert und auch einer der LMS Engineering Scirocco, das blau-gelbe Fahrzeug. Aber Wieler bremst als erster in die Mercedes Arena diese enge Eingangsrechenkurve an. Und da weit hinausgefahren, der löst sich hier von so dann die Fahrer. Denkt aber gerade noch ein Rücken. Oh yeah! Oh yeah!
Thank you.